is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Endgericht. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Nun zeigt sich Christus seine Feinden aufs Neue. Hoch über der Stadt, auf einem Podest aus poliertem Gold, steht ein Thron, sehr hoch und erhaben. Auf diesem Thron sitzt der Sohn Gottes, von Untertanen seines Reichs umgeben. Die Macht und Herrlichkeit Christi kann keine Sprache schildern, keine Feder darstellen. Die Herrlichkeit des ewigen Vaters umhüllt den Sohn. Die Helligkeit seiner Gegenwart erfüllt die Stadt Gottes und fließt durch die Tore hinaus, überflutet mit ihren Strahlen die ganze Erde. Ganz nah am Thron sind Menschen, die früher einmal eifrig die Partei Satans ergriffen haben, dann aber wie Feuerbrände aus dem Brand gerettet, ihrem Heiland mit tiefer und starker Hingabe gefolgt sind. Neben ihnen stehen Menschen, die inmitten von Irrtümern und Untreue einen wahrhaft christlichen Charakter zur Vollkommenheit gebracht haben. Menschen, die das Gesetz Gottes ehrten, als die christliche Welt es für ungültig erklärte. Und dann die Millionen von Märtyrern aller Zeiten, die um ihres Glaubens willen ihr Leben verloren hatten. Und auf der anderen Seite ist die große Schar, die niemals zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Die Erlösten stimmen ein Loblied an, das durch die Gewölbe des Himmels hallt. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und die Engel und Seraphim fallen anbetend in den Gesang mit ein. In Gegenwart der versammelten Bewohner der Erde und des Himmels findet die endgültige Krönung des Gottessohnes statt. Und nun, mit höchster Majestät und Macht ausgestattet, spricht der König aller Könige das Urteil über die Rebellen, die sich gegen seine Regierung auflehnen, und vollstreckt das gerechte Urteil an allen, die sein Gesetz übertreten und sein Volk unterdrückt haben. Sobald die Berichtsbücher geöffnet sind und das Auge Jesu auf die Gottlosen blickt, werden sie sich jeder einzelnen Sünde bewusst, die sie je begangen haben. The Lord is coming. Are